Leute, hört euch die Musik noch einmal gut an, denn bald wird sie wieder anders klingen, wenn wir hier einen weiteren Bereich des Sternenschiffs freigeschaltet haben. Und dabei wird uns heute mal wieder unser guter Freund Bowser helfen, denn wir haben die Küche soweit fertig. Das heißt, es fehlt nur noch der Boss. Bowser Juniors Schiffsfabrik. Oh, Schiffsfabrik. Das heißt, wir landen da, wo die Luftschiffe hergestellt werden, ja? Ist das so? Bei Bowser Jr. mal wieder. Bowser Jr. und Bowser wechseln sich so ein bisschen ab, ne? Für die Zuständigkeit. Verjage Bowsers Armada. Warte mal, stimmt. Wenn das Bowser Juniors Schiffsfabrik ist, das heißt, Bowser Jr. kontrolliert quasi die gesamte Luftarmada von Bowser? So mit Fabrik, also Herstellen der Schiffe und Kontrollieren der Schiffe und alles? Okay. Der Typ weiß auf jeden Fall, wie es geht. Das war ja wieder Premium. Guter Anfang. Ne, also. Auch so jung und schon groß dabei. Das ist ja cool. Direkt viel Verantwortung übernommen hier. Hoffentlich wird er damit auch klarkommen gegen den Klempner. Er wird sich jetzt behaupten müssen. Wie war das? Aus großer Macht folgt große Verantwortung oder so in der Art? Ob er große Macht hat, weiß ich nicht. Große Kraft, wie auch immer. Aber. Zumindest einigermaßen viel Verantwortung, die Bowser ihm da in die Hand drückt. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war. Aber. Ey. Aua! Du musst Zahn begraben. Die Dinger sind gefährlich. Kann man die besiegen? Alter! Leck mich mal! Nee. Nee, kann man nicht. Alter! Oh mein Gott! Hilfe! Hau ab hier! Junge, Junge, Junge! Die Viecher sind ja wild! Kugel, wenigstens könnte mich treffen, wenn ich schieße? Wahrscheinlich, right? Okay, dann warten wir, bis sie weg sind. Und feuern jetzt. Perfekt. Okay, jetzt nicht von den Entwicklern treffen lassen. Ich habe gesehen, da unten links ist ein Job. Oh fuck, ich habe nur 14 Sternteile. Alter, ich habe nur 14 Sternteile. Okay. Dann werde ich noch ein paar einsammeln müssen. Ich darf mich jetzt noch nicht treffen lassen, ne? Ey, Leute. Scheiße, mir fehlen immer noch ein paar. Sag, dass hier noch was ist. Ah, komm schon. Sternteile, oder? Ich meine, Münzen wären jetzt auch okay. Dann würde ich wenigstens wieder bei 3 Leben sein. Okay. Ja, geil. Ey, Mario, kannst du das lassen? Yes. Yes. Okay. Junge, Junge, Junge! Bowser Junior willst du schon wieder wissen, Alter. Der nimmt mich direkt richtig hops. Was haben wir hier noch? Ah ja, okay, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Gut, dann, ja, Kollege, ich bräuchte da mal kurz so ein bisschen Aufputschmittel, bitte. Ja, ja, definitiv, definitiv. Das nehmen wir. Wenn ich jetzt auch so das One-Up geklickt hätte, wäre natürlich richtig wild gewesen. Junge, Junge, Junge. Mit einem Leben in dem Bosskampf. Ich weiß nicht, vielleicht kämpft diesmal Bowser Jr. wirklich selbst. Beim letzten Mal hat er sein Megabein vorgeschickt. Das war jetzt nicht so schwierig. Wobei ich trotzdem ordentlich gefailt habe, wenn ich mich richtig erinnere. Yep, don't! Wie mit seiner Verhörlampe. Mario, es ist endlich soweit. Mein Herz pocht so sehr, als soll es zerreißen. Ja, was für es ist endlich soweit? Erstens ist das nicht der finale Boss und zweitens machst du doch überhaupt nichts. Tu doch nicht so. Oh, die sind immun gegen meine Wirbelattacke. Siehst du, das wusste ich auch noch gar nicht. Oder vielleicht wusste ich es nicht, dass ich es vergessen. Kann auch sein. Ich habe mein eigenes Luftschiff, mit dem ich hier... Ah! Mein Gott! Na! Was zum Fick ist passiert? Alter! Haben die mich... Oh mein Gott, jetzt ist meine Leben auch wieder weg, ne? Junge, wie ehrenlos! Haben die mich gerade echt zweimal so getroffen, dass ich in die Hölle falle? Alter, ich habe mich ein bisschen zu sehr auf die Sternteile an der Seite konzentriert. Ich habe nicht gesehen, dass die Kanonen da schon direkt auf mich drauf... Hallo, ich häng fest. Mich draufballern. Aber okay, ich würde mal sagen, dann müsste ich mich definitiv mehr auf die... Alter! Du darfst doch auch keine Sprünge machen, ansonsten bist du auch runter hier. Weil das Ding viel zu schnell ist. Junge. Okay. Oh, der wehrt die ab. Arschloch. Junge, 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 Junge. Okay. Na gut, dann kämpfen wir halt mit 3 Leben. Auch okay für mich.
Na, du kleiner Sack. Na, gibst wohl nie auf. Dann muss ich dich eben persönlich plattwalzen. Wenn du den großen Stern haben willst, dann versuch doch ihn zu erbeuten. Ja. Sure. Kein Problem. Nee, Mario, wo springst du hin? Alter. Du könntest mir jetzt glauben oder du könntest lassen, aber ich habe natürlich zurücknavigiert. Während dem Sprung hat er nur wenig gemacht. Okay. Lol, wo ging der denn hin? Was war das denn, Mario? Ich brauche mehr Munition. Mehr Panzer braucht das Land. Alter. Oh, was willst denn du? Voll obs genommen. Oh! Oh! Hier war irgendwo was für Münzen, right? Right? Ah ja, hier waren Münzen. Okay. Noch besser. Noch besser. Okay, 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 okay. Der ist gar nicht so ohne, der Boss war. Ich meine, stelle mich natürlich auch nicht gut an. Wie viele tankt der eigentlich? Ah. Okay. Das ist Phase 1, schätze ich. Also, beziehungsweise jetzt kommt Phase 2. Yo! Okay, friss. Hä? Wo ziehst du hin, Mario? Was ist mit dir? Junge, was ist mit ihm? Alter! Alter, 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 Verwalter! Das müsst ihr euch immer auf der Zunge zergehen lassen, was hier passiert! Wo zieht denn der hin? Alter! Oh mein Gott! Ich weiß nicht wieso, Mario zielt total komisch. Der springt kreuz und quer. Ah, das war's, okay. Oh mein Gott. Alter, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ich bin richtig komisch hin und her gedotzt die ganze Zeit. Und immer in der... Oh mein Gott, da war ein Goomba drin. Ich hab gedacht, da wären einfach Münzen drin, da ist ein Goomba drin. Junge, warte mal, Moment, was ist da rechts? Da hab ich doch gerade was gesehen. Alter. Na gut, da komme ich jetzt nicht mehr ran. Junge, Junge, Junge! Die Steuerung war da irgendwie seltsam, weil ich habe immer aufs Schiff gezielt und manchmal hat er einfach schräg zur Seite geballert. Ich glaube tatsächlich, weil ich während dem Sprung mich nicht drehen konnte aus irgendeinem Grund. Ich durfte mich während dem Abspringen vom Koopa nicht drehen. Das war irgendwie locked. Wow! Das war anspruchsvoll. Okay. Den mussten wir uns erkämpfen, den Stern. Die Energiequelle wird größer und größer. 4 von 6 Bereichen haben schon wieder Strom. Ist das das Schlafzimmer? Der Jagebaus ist einmal da, joa, ne? Also, neue Galaxie, jawohl. Alter, wir können schon wieder direkt zum Boss durchmarschieren. Was ist denn das? Hä? Oh Mann, ey. Dank dir und deinen Freunden sind die Kuppeln des unteren Stockwerks alle angesprungen. Sobald die Maschinen im Maschinenraum im obersten Stockwerk wieder anspringen, wird die Sternwarte des Kometen wieder als Sternenschiff fungieren können. Dann wirst du auch zum Zentrum des Universums reisen können, wo die dir kostbare Person auf dich wartet. Na, aber selbstverständlich doch. Wobei ich auch Caroline damit hätte, einfach hier zu bleiben, ganz ehrlich. Das ist schön, das ist schön. Und sie hat gerade gesagt, Sternschiff auf dem Kometen. Das hier ist also ein Komet, auf den sie dieses Sternschiff gebaut hat. Na, man erkennt so Parallelen zu der Story, die sie uns erzählt, ne, in ihrem Bilderbuch. Da werden wir auch am Ende dieses Parts wieder reingucken, glaube ich. Ich glaube, wir müssten noch ein paar Seiten haben, oder? Ah, wobei, nee, vielleicht haben wir die im letzten Part schon mitgenommen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben keine mehr. Mal gucken. Ein roter Luma. Einem wie dir werde ich doch nicht mein Geheimnis verraten. Was? Okay, einem wie mir. Sorry, Alter. Dreist. Ah ja, guck mal einer an. Ah, da oben. Oder das hier ist das Haus, was sie ursprünglich mal gebaut hat. Das sieht auch so ein bisschen so aus. Ah. Okay, na gut, wir machen uns mal rein ins Schlafzimmer, würde ich sagen. Denn im Schlafzimmer können wir viel Spaß haben. Weil da noch viele Galaxien auf uns warten. Feindliche Basis entdeckt. Und wir messen unerhört große Energiemengen. Was treiben die da bloß? Das weiß ich auch nicht, weil ich weiß genau, was ich jetzt hier treiben werde. Nämlich die erstbeste Galaxie aufsuchen.
Komm, wir fangen mit dem Fragezeichen an. Haben wir bisher, glaube ich, immer so gemacht. Machen wir weiter. Honigkraxelgalaxie. Oh, das könnte wieder kompliziert werden. Das klingt nach viel Fliegen mit Bienen und Kraxel zum Himmelbienen, Mario. Und viel Absturzpotenzial vor allem. Na, bin ich ja mal gespannt. Yep. Sehr viel Absturzpotenzial. Ich sehe schon so ein paar Bonusmünzen, die hier verteilt sind, die mich dazu verleiten sollen, irgendwo in gefährliche Bereiche zu springen. Vielleicht ignorieren wir die am besten. Denn ich habe keinen guten Track-Record, was Bonus-Stuff angeht in diesem Spiel. Meistens, wenn es irgendwelchen Bonus-Stuff gibt, um ich probiere zu holen, dann gehe ich dabei drauf. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist so. Er wollte sich gerade nicht festhalten. Alter! Oh mein Gott! Das fängt ja schon wieder richtig gut an hier, wa? Ey, guck mal, man hat da so eine ganz komische Schwerkraft irgendwie, die einen so ein bisschen an die Wand zieht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich falle so Richtung der Wand teilweise. Ah, oh, ich muss diese Münzen einsammeln. Okay, nevermind. Dann ist das natürlich was anderes. Aber Moment, da unten, die muss ich nicht unbedingt einsammeln. Die ist Bonus. Aber die sah jetzt auch nicht so gefährlich aus. Von daher nehmen wir die einfach mal mit, würde ich sagen. Ah, ja. Okay. Komm! Alter! Hä? Hey, what the hell? Ich konnte doch nicht. Alter, er hing daran fest. Das ist ja wieder ein Witz. Das ist ja wieder ein Joke. Oh Mann, oh Mann. Ja, es ist ein bisschen schwierig irgendwie. Scheiße. Hä? Alter, guck doch mal, wie ich komisch durch die Gegend fliege. Okay. Hat's dir aber gelohnt? Nehmen wir mit. Sehr geil. So. Ist da oben noch was gewesen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, da oben ist nichts mehr gewesen. Da ist noch ein Sternteil oder scheiß auf das eine Sternteil. Okay, sollte passen. Alter, Alter! Hier ist ja richtig Sternteil-Action. Moment. Ah, ich darf nicht in die First Person wechseln. Oh, jetzt wird's assi. Oh, jetzt wird's assi. Okay, wieso darf ich die da oben nicht einsammeln? Hallo? Okay. Ah! Oh, was ist los? Oh shit! Hier kommen jetzt überall welche runter. Ups, aber ich habe noch die Zeit, mich auf die Sternteile zu konzentrieren, ne? Ja, das musste passieren. Das musste passieren. Wenn ich mich auf Bonus-Stuff konzentriere, dann gehe ich drauf. Das ist einfach in diesen Stages so. Ja, okay. Aber jetzt haben wir die ja einmal eingesammelt, die Teile. Jetzt brauche ich ja kein zweites Mal einsammeln. Von daher würde ich sagen, latschen wir es einfach durch. Außer die natürlich, die hier will ich in der Gegend rumfliegen. Die kann ich auch noch kurz mitnehmen. So. Aber... Das war auch close, ey. Alter, halt dich fest. Oh mein Gott, Mario. Mach nicht diesen. Das ist aber auch assi hier. Ey, Mann! Oh, was ein Abfuck. Die Steuerung sackt, weil du kannst nicht sofort umdrehen. Mario läuft immer so im Kreis. Du kannst nicht einfach auf der Stelle wenden. Das ist das Problem, was ich da gerade habe. Wenn ich jetzt umdrehen möchte, macht Mario das hier. Der läuft einen riesen Bogen. Ich kann nicht einfach auf der Stelle wenden. Ah! Point proven. Das ist echt scheiße zu steuern. Das ist tatsächlich gerade das größte Problem. Das heißt, man muss immer vorsichtig so nach vorne drücken und so einen Slalom laufen quasi. Ja gut, wenn man halt nicht so lange wartet wie ich, ne? Weil man hier irgendwelche Sternteile sammeln möchte. Ist es auch ehrlich gesagt nicht so wild. Kommt hier was runter? Nee. Wart auf mich! Wart auf mich! Okay, die ganzen Dinger nehmen wir noch mit. Oh mein! Alter, wie viele Sternteile die sind! Holy shit! Wir haben fast 200 Sternteile. Kriegen wir die noch voll? Das wäre cool. Warum können die an der Wand laufen? Was ist mit euch los? Seit wann könnt ihr an Wänden laufen, Jungs? Oh, ich muss aufpassen, wo die überhaupt hinlaufen, ne? Ich habe nicht geguckt, wo die überhaupt hinlaufen können. Okay. Ei,
Okay, Vorsicht. Nein! Oh, shit. Okay, Moment, wo geht er hin? Okay, passt. Oh, now I may have a problem. I have a problem. Oh. Hey, mein Gott, Alter. Das ist ja übel. Oh, shit. Okay, man sollte einfach nicht so viel fliegen, sondern mehr normale Sprünge machen, wenn es geht, glaube ich. Oh, mein Herz muss ich fliegen. Okay. Das ist nicht so einfach auch zu timen, wie man landet, ne? Oh boy, geh weg. Mann, ja, das war's. Als ob ich es geschafft habe, auf der scheiß Plattform zu landen. Oh no. Digga, das dauert ja viel zu lange hier. Okay, ich habe euch das Ganze mal ein bisschen abgekürzt, Leute. Wir müssen den Weg ja wirklich nicht doppelt und dreifach sehen. Das war close. Oh mein Gott. Das Ende ist schon dreist. Alter Vater. Gut, dass es hier nur einen Stern gibt in der Galaxie und keine Bonussterne und kein Nichts. Stell dir mal vor, hier so ein Zeitangriffstern oder sowas. Oh mein Gott, ey. Oh boy. Oder so ein Tempostern, wo alle Gegner schneller sind und alles sich schneller bewegt. Stell dir mal vor, die Waben bewegen sich dann noch schneller. Eieiei, wäre das crazy. Da bin ich sehr dankbar, dass wir sowas hier nicht haben. So, machen wir weiter. Das war ja schon mal ein guter Einstieg ins Schlafzimmer auf jeden Fall. Das ist richtig entspannt hier. Wir machen weiter mit der Galaxie hier. Die Windgarten-Galaxie. Oh, ich glaube... Ist Windgarten-Galaxie der deutsche Name von der? Von der Gastigalen-Galaxie? Der Himmel, der Wind und der Hase. Oh nein, Hase. Oh nein. Weil falls ja, dann hören wir jetzt hier gleich den geilsten Galaxy oder geilsten Mario-Soundtrack ever. Den wir auch aus 3D-World schon kennen. Jawoll! Das hier, ne? Also in Galaxy läuft das im Finallevel, die Musik, und sie klingt halt auch irgendwie episch nach Finallevel. Also nach Final-Bonus-Level quasi, nach dem Bosskampf, das letzte Level des Spiels oder so. Danach klingt die eigentlich. Mario, kannst du aufhören, im Kreis zu laufen? Aber tatsächlich spielst du in Galaxy eigentlich in einem ganz normalen Level. Nämlich in diesem hier. In der Gusty Garden Galaxy oder in... Ja, Windgarten-Galaxie heißt die hier halt auf Deutsch. Da hab ich mich schon drauf gefreut die ganze Zeit. Muss ich ja sagen. Weil die Musik ist halt geil. Warte mal, hier gibt es so viele Sternteile. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir brauchen Sternteile. Für so ein Luma oder so. Also sammeln wir das einfach mal ein. Ja, und jetzt können wir hier auf jeden Fall die Musik mal in einem normalen Level genießen. Was wollt ihr von uns? Ah, Moment. Schön, dass ich die Fernbedienung mit Flaubkraut auflegen zu können. Das geht genau dreimal. Ja. Ah ja. Einfach weg das Zeug. Okay, ja, dann kann ich so ein bisschen Power quasi geben. Der Wind trägt uns eh vorwärts. Kann ich lenken? Ja, ich kann so ein bisschen lenken, ja. Und wie lasse ich das Ding los? Okay, mit A. Ja, ja, hier gibt es so viele Sternteile. Das muss doch was zu Leuten haben. Alter. Und ich kann es mir nicht einsammeln. Alles klar, Bruder. Alles klar. Ba, 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 ba. Der 3D-World-Remix ist natürlich nochmal geiler, muss man schon sagen, ne? Also, von hier jetzt machen müssen. Der 3D-World-Remix, der hat schon was. Das muss man einfach zugeben. Alter, ja, safe gibt's hier einen Luma. Oh, was willst denn du? Rocky Schraubenschlüssel ist am Schlüssel. Moment. Ups. Hier gibt's doch safe einen Fress-Luma. Was ist das? Ich finde das cool, dass man den quasi mit seinen eigenen Waffen schlagen muss, ne? Man muss ihn mit was abwerfen, weil man kann ihn nicht mit Nahkampf besiegen. Das ist doch nice. So, 50 haben wir. Ich nehme an, 50 reicht auch, wenn hier ein Fressalien-Luma ist. Hier ist kein Fressalien-Luma. Okay. Aber noch mehr Sternteile. Das bekräftigt mich in meiner Vermutung nur nochmal, ehrlich gesagt.
Gut, dass wir jetzt die Musik natürlich gar nicht hören. Also schnell wieder raus aus dieser Stage. Leute, was ist euer Lieblings-Mario-Soundtrack? Seid ihr so ganz klassisch Mario-Theme? Oder doch eher sowas Orchestrales, so wie das hier? Sagt mal an! Ich muss ja sagen, der Galaxy-Soundtrack, ne, das ist schon einfach... Das ist eine Hausnummer. Das zu toppen, schwierig, ne, schwierig. Ich meine, ja, der Mario Odyssey Soundtrack, ne, das, was ich davon kenne, der hat schon ein paar Tracks, so wo man gute Laune aufkommt. Ne, natürlich auch das, was Pauline da singt und so weiter. Aber so an musikalischen Untermalungen einfach. Oh ja, Junge, da ist Galaxy schon ganz vorne mit dabei. Auge um Auge. Faust auf Arsch. Ne, da ist Galaxy schon ganz vorne mit dabei. Weil der gesamte Soundtrack halt wirklich einfach ein Banger ist und dann gibt's halt noch dieses Lied. Ne? Der gesamte Soundtrack ist ein Banger und dann gibt es noch dieses Lied. Das ist halt... Ja, es ist schon fast nicht mehr fair, das mit anderen zu vergleichen. Warte mal. Hey. Danke. Es gibt so viele Sternteile hier, alter Schwede. Ist ja nicht normal. Was bist denn du? Okay, es führt mich einfach nur wieder zurück auf die Oberseite. Oh, warte mal. Das Schild habe ich ja doch gar nicht gesehen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, geh auf die Unterseite des Sterns. Ja, aber da war doch gar nichts. Oh! Oh! Stellt euch mal vor, ich hätte hier nicht erkundet und zuerst diese Ranke genommen. Das hätte mich umgebracht, dieses extra Leben. Das hätte mich in die Hölle gefeuert. Nur dank der Unterseite, der Ranke, habe ich das einsame. Oh, scheiße! Ich habe aus Versehen A gedrückt. Das war Fail. Das war beinahe Fail, jedenfalls. Das war ein richtiges Leben des Todes, was wir da gesehen haben. Die 200 Sternteile kriegen wir noch voll, wenn es so weitergeht. Alter, was macht der Käfer da für einen Lärm? Der klingt ja wie mein Rasenmäher, ey. What the fuck? Direkt. Da sehe ich noch so ein extra Leben in der Gegend rumfliegen. Warte mal, das war so eine Münzblume, ne? Genau. Ja, gut. Ist jetzt nicht so, als hätte ich Münzmangel gerade. Weißt du, ich gebe mir auch jetzt gerade keine Mühe, schnell durchzukommen, muss ich sagen, weil es ist halt... Es macht Spaß. Es macht Spaß, hier alles mögliche mit Sternteilen voll einzusammeln. Alles mögliche an Sternteilen einzusammeln, so rum. Du Drecksau. Und die Musik ist natürlich geil, ne? Die Musik ist einfach... Ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich gerne, wenn es um sowas geht. Warte mal, hier ist noch eine Ranke. Schauen wir mal, wo die hinführt. Oh mein Gott, aus der Luft weggesniped. Stabile Kiste. Alter, hä? Der wirft mich von der anderen Seite des scheiß Planeten ab. Was ist mit ihm, ey? Okay. Eieieiei. Tiefenwahrnehmung wieder mal ganz schwierig offensichtlich. Aber macht nichts, weil hier haben wir noch eine Münze. Zack. Eigentlich schon ein bisschen random, die Galaxie, ne? Einfach so jede Menge Ranken, die irgendwelche kleinen Planeten verbinden. Es ist sehr, sehr random irgendwie. Aber... I'm not complaining. Ups. Ja, Moment, das will ich noch nicht. Ah, und dann landen wir in diesem Labyrinth. Ich wette, da müssen wir den Hasen jagen. Alter, hä? Verreck doch. Danke. Haben wir jetzt hier jeden Planeten gesehen? Ich glaube schon. Hier können wir nochmal zwei Münzen rausholen, aber das brauchen wir gerade nicht, von daher passt. Ich würde sagen... Ah, Moment, aber das extra Leben da möchte ich noch mitnehmen eigentlich. Wo will ich denn da rüber? Hm, wahrscheinlich gar nicht mehr, richtig? Oder kann ich mich an dieser Ranke nochmal festhalten? Ja, kann ich. Okay, man kann die tatsächlich auch zurücknehmen. So, warte mal. Wie komme ich hier auf den Planeten? Dann müsste es hier eigentlich noch eine Ranke geben, die auf den anderen führt. Gibt's aber nicht. Hm. Vielleicht ist der für eine andere Mission?
Oder ich kann mit einem... Ah, warte mal. Shit. Auf einer von dem anderen Planeten war eine Ranke, die ich nicht genommen habe scheinbar. Die führt dorthin. Moment. Komme ich da noch zurück? Nee, ne? Weil die andere Ranke hier ist zu hoch. Right? Ja, ja, das ist zu hoch. Okay, shit. Da kommen wir nicht mehr ran, Leute. Das ist so. Das One-Up haben wir verschissen. Macht nichts. Wir haben genug extra Leben. Müssen wir das. Werden eh nicht gespeichert. Who cares? Who the hell cares? Da ist der Hase. Oh. Du hast die Musik auch weg. Glaubst du, du kannst mich fangen? Ja, wie ehrenlos das denn? Der cheatet ja voll. Aua. Können wir den hier cornern? Ne, können wir nicht. Alter. Oh, Junge. Der ist ja voll am Cheaten. Oh, warte mal, ich glaube, wir müssen den ganzen Weg über verfolgen, oder? Weil das sieht sehr so aus, als müsste man hier lang laufen. Warte mal, kann ich den Hasen mit Sternteilen eventuell abschießen, um ihn stehen bleiben zu lassen? Das ist eigentlich eine Idee, oder? Hier oben irgendwo? Nee. Hier unten. Moment. Ah, Mario, bleib doch nicht an der scheiß Wand hängen. Alter! Scheiß Irrgarten. Ist halt schwer zu treffen, der Kerl, ne? Okay, jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Der läuft immer dieselbe Route. Oh, fast. Wenn ich da oben gelandet wäre, hätte ich ihn echt holen können. Ne, läuft nicht immer dieselbe Route. Jetzt ist anders gelaufen. Ey, du Drecksau! Okay. Ha! Oh, nein! Du Son of a Gun? Ich hasse Hasen einfach, ich schwör's euch. Ich hasse sie. Sowohl in Mario 64 als auch in Galaxy als auch in 3D World. Ich hasse sie. Komm ran jetzt. Danke. Ah, der wird aber immer langsamer mit Sicherheit. Der wird immer langsamer. Definitiv. Am Anfang war der deutlich schneller. Der hat jetzt deutlich länger gewartet immer. Oh, beim nächsten Mal. Oh, bitte sag mir, dass es kein nächstes Mal gibt, ey. For real. Die Idee mit Sternteilen abschießen fand ich nicht schlecht, aber ich glaube, das funktioniert nicht, wenn man den nicht trifft. Aber wenn man ihn treffen würde, ob das was bringt? Weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Okay. Ja, also, das ist ein guter Start fürs Schlafzimmer. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Galaxie. Der Himmel, der Wind und der Hase. Himmel, Luft und Hölle. Was? Ne, wie heißt das? Egal. Who cares? Ich würde vorschlagen... ja gut, nee, Bilderbuch haben wir nichts, ne? Weil wir haben erst bei 40 Sternen Bilderbuch freigeschaltet. Das heißt, bei 50 schalten wir wieder frei. Dann machen wir hier noch einen Stern? Nee, dann wird der Part zu lang. Leute, das soll es gewesen sein für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Spiel, im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.